Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und in meinem Urlaub war ich nicht nur faul, sondern war auch fleißig für meinen Kanal unterwegs. Ich war zu Besuch bei Modicap und im VR-Point Schwarzwald beim Bernd Kaltenbach. Und das Ganze ist in Schonach, im schönen Schwarzwald. Und ich muss sagen, echt, die Natur, die man da erlebt und sieht, die ist echt einmalig und ist eigentlich eine Reise wert, definitiv. Und wer sowieso aus der Nähe kommt, sollte definitiv den VR-Point Schwarzwald besuchen. Und da könnt ihr dann einige Sachen erleben. Was ihr da erleben könnt, erzählt euch nachher der Bernd Kaltenbach im Interview. Und nach dem Interview werde ich noch ein paar Videos einblenden, was ich da so gemacht habe. Ihr seht ja auf dem Thumbnail, ich war auf dem Icarus unterwegs. Das ist ein VR-Trainingsgerät. Er hat da drei von in dem Laden stehen. Und da liegt man quasi drauf und muss mit seinem Gleichgewicht und mit dem Körper dann lenken, den ganzen Icarus. Und das ist verdammt schwer und geht auch gut in verschiedene Muskelpartien, sage ich mal. Und man merkt das relativ schnell, dass das wirklich ein Trainingsgerät ist und kein Spielzeug. Das Ganze ist natürlich auch nicht ganz einfach, aber ihr könnt das bei Modicap testen im VR-Point Schwarzwald. Und wer Modicap jetzt noch nicht kennt, der Bernd erklärt es natürlich nachher, was er so macht, aber der Bernd liefert uns Umbauten für unsere VR-Headsets. Hier haben wir die Black Edition für die Quest 1 mit den Sennheiser-Kopfhörern und die haben wir auch beim Rift S Soundkit und beim Quest Soundkit. Er wird auch für die Quest 2 definitiv was machen, aber er erzählt ja auch gleich noch was dazu, weil die ja immer wieder verpassen, vernünftigen Sound auf unsere VR-Headsets zu bringen. Dafür setzt der Bernd sich ein und hat da einige gute Lösungen, meiner Meinung nach. Und ansonsten beliefert er noch Freizeitparks mit VR-Headset-Umbauten, weil die Standard-Headsets kann man natürlich nicht für Achterbahn nutzen. Er beliefert Museen, Parks, wo man Wasserrutschen hat, weil es gibt auch Wasserrutschen mit VR. Und die beliefert er. Er baut Brillen um und modifiziert die. Und das Ganze erzählt er aber nachher nochmal ein bisschen besser als ich. Ja, ich wollte euch gerne nochmal die Modicap-Seite vorstellen, danach auch nochmal kurz die Seite von Icarus, dass ihr mal seht, welches Gerät ich da so benutzt habe. Und nach dem Interview gibt es dann halt mein Gameplay auf dem Icarus und dann auch nochmal ein paar Eindrücke von dem Laden, dass ihr auch mal seht, wie groß der Laden ist, was es da gibt und so weiter und so fort. Also bis gleich. So, hier sind wir auf der Seite bei Modicap und die Seite heißt www.kbtech.de, ist aber unten in der Beschreibung. Also wenn ihr mal hier rauf schauen wollt, macht das, klickt einfach drauf. Ja, hier wird als erstes die Cleanbox vorgestellt. Da gibt es nachher auch im Interview, werdet ihr nochmal ein Video dazu sehen. Man sieht eigentlich nicht viel, also man legt einfach sein VR-Headset und die Controller da rein, drückt auf den Button und dann geht 60 Sekunden lang, gehen die UV-LEDs an und ich habe auch noch, glaube ich, einen Lüfter gehört, ich bin mir nicht ganz sicher. Nach 60 Sekunden ist das Ganze fertig, man kann das VR-Headset und die Controller rausnehmen und das ist 99,9% virenfrei und gerade in der Corona-Zeit ist das natürlich mega wichtig für VR-Kaderhallen, Freizeitparks und so weiter und so fort. Immer da, wo die Headsets immer wieder den Benutzer wechseln und die vertreibt der Bernd Kaltenbach und da erzählt er auch nachher noch was im Interview darüber. Also könnt ihr euch dann gerne mal anhören und auch zuschauen, denn dann läuft auch gleichzeitig das Video, was wir von der Cleanbox gemacht haben. Aber wie gesagt, viel sieht man da nicht, denn man sieht die UV-Strahlen, ne? Dieses UV-Licht sieht man und dann beginnt das Ganze auch schon. So, dann gibt es hier Modicap. Die ganzen Umbauten, die der Bernd schon gemacht hat. Also wenn Firmen, Freizeitparks, Museen irgendwelche VR-Anwendungen haben wollen für ihren Bereich, dann kommen sie auf den Bernd zu und versuchen, und er versucht dann halt das umzusetzen, was der Kunde halt möchte.
Das hat er hier zum Beispiel auch gemacht für den Europapark in Rust. Und das ist für die Bahn Valerian. Und ja, sieht cool aus, habe ich auch in der Hand gehabt. Leider habe ich das im Europapark verpasst. Aber ja, ich weiß ja, wie VR ist. Von daher ist das kein Problem. Und ja, hier hat er eine Lösung für Wasserrutschen, glaube ich, weil hier steht Ballast Waterproof. Da kommt auch, glaube ich, ein S10 rein, was ja eh wasserfest ist. Und ja, da gibt es so viele Sachen, Umbauten, die er schon gemacht hat. Er hatte ja auch einen Shop drin. Ne, wer Gutscheine für den VR-Point Schwarzwald bestellen möchte, kann das hier machen. Icarus Fitnessgerät. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Und hier hat er die ganzen Sachen, die ihr bestellen könnt. Also er versucht so einen Spagat zwischen Privatanwender und auch für die Freizeitparks und so weiter da zu schaffen. Für die großen Firmen, sage ich mal. Und ja, ich finde cool, dass er nicht nur für die großen Firmen was macht, sondern auch für die Privatanwender zu Hause. Dass da VR immer weiter wächst, ist das natürlich auch ein gutes Feld. Hier habt ihr nochmal die Cleanbox mit dem Originalvideo. Nachher seht ihr ein Video von mir aufgenommen. Dann kommen wir zum Mr. Modicap VR Point Schwarzwald. Und ja, hier habt ihr so einen kleinen Rundgang. Den seht ihr bei mir nachher auch noch. Und hier seht ihr die nette Dame, sage ich mal, auf dem Icarus Trainingsgerät. Hier könnt ihr euch Termine sichern. Und ja, entweder als Einzelkämpfer oder in Gruppen von 4 bis 8 Personen. Und da gibt es so Time-Tickets. Und der Bernd erklärt es nachher auch, die Time-Tickets, also die Minute läuft auch erst, fängt dann an, wenn ihr das VHZ aufhabt und ihr seid auf dem Icarus, sage ich mal, dann beginnt auch erst die Zeit und wird auch wieder gestoppt, wenn ihr das VHZ abnehmt. Also ihr seid da auch dann gut eine Stunde, wenn ihr ein 25er-Ticket habt, weil ihr wollt ja auch schauen und gucken. Und ja, wenn ihr sowieso mit mehreren Personen da seid, sowieso. Ja, wie gesagt, da könnt ihr hier Anfragen stellen. Der Bernd vermietet auch Headsets. Und wenn ihr da irgendwas haben möchtet, ihr möchtet gerne mal irgendein VR-Headset testen, schreibt den Bernd an. Er wird euch dann ein Angebot machen mit Sicherheit. So, ja, das war's mit der Kabitec-Seite erstmal. Wie gesagt, ist unten verlinkt. Schaut euch die ganze Seite mal an. Ist mega interessant, was der Bernd so macht. Er hat mir auch die ganze Werkstatt gezeigt, wie er da alle Umbauten macht und echt Wahnsinn, wie viel Arbeit er da reinsteckt. Kommen wir aber mal zum Icarus und ja, haben wir wieder eine nette Dame, die den Icarus hier fliegt. Und ja, zeige ich euch mal ganz kurz, welche es alles gibt. Das ist der Icarus Home. Den hat der Bernd auch da. Und das ist, glaube ich, die günstigste Variante, genau ab 1900 Euro. Dann gibt es die Pro-Version, die hat der Bernd auch da im Laden drin stehen. Kostet natürlich ein bisschen mehr, ne? 8,4. Und dann gibt es den Icarus R, ich glaube, das steht für Racer. Das ist so eine Art, ja, einfach Motorrad, wo man sich wirklich reinlegen kann. Und da habe ich auch Gameplay von aufgenommen, auch wenn ich da mega schlecht war in diesem Motorrad. ja, kostet 7.900 Euro. Wie gesagt, das Ganze könnt ihr da erleben und es macht echt Spaß. Es ist einfach mal was anderes als zu Hause nur in der Wohnung zu spielen. So ein Icarus, das erlebt man nicht alle Tage, sollte man echt auf jeden Fall mal testen. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir einfach mal ins Interview und danach gibt es noch ein paar Eindrücke und mein Icarus Gameplay gibt es dann auch noch. Also bleibt nach dem Interview auf jeden Fall dran und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis dann. Ja, im Schwarzwald gibt es nicht nur Kuckucksuhren und tolle Aussichtspunkte, denn es gibt hier auch Modicap. Und ich bin hier im Modicap, ja, VR Point beim Bernd Kaltenbach. Und ja, Bernd, was können die Leute hier bei dir erleben, sehen? Hier im VR Point Schwarzwald
bewusst Englisch und verdeutscht, deswegen den Namen gewählt. Also hier bei mir Mr. Modicap, wie auch in Schwarzwald, können die Menschen groß, klein einfach VR erleben und auch erleben, was bedeutet VR. Gedacht für wirklich jedermann ohne Vorkenntnisse, mit Vorkenntnisse, das heißt, ich zeige Menschen, die noch nie eine VR-Brille auf hatten, zeige ich, was kann VR, was kann es bieten. Von anfangs nur Filme schauen, über Gaming und natürlich dann auch über sportliche Aktivitäten, dass man mit VR das machen kann. Und aber auch der VR-Enthusiast, der sich gut mit VR auskennt, kann hier in meinem VR-Point Schwarzwald verschiedenste VR-Brille testen, ausprobieren, sich beraten lassen, natürlich auch kaufen oder mieten. Ich habe auch einen Mietservice hier. Ah, okay, sehr interessant. Und ja, die Leute, die nach hier kommen, die können jetzt hier dieses Trainingsgerät, das habe ich ja auch schon probiert, testen bei dir. Sie können es auch hier erwerben, wenn sie wollen. Genau. Ja. Und ja, ich muss sagen, es ist sehr, sehr schwer. Also ich habe da 6 Minuten mal drauf gespielt oder ja, trainiert, kann man ja sagen. Trainiert. Ja. Und es ist echt hart, ne? Also man hat eine Körperspannung, die man sonst so nicht hat und ja, schweißtreibend, oder? Ja, genau. Also die Icarus-Geräte, die ich hier im Showroom habe, sind tatsächlich Fitnessgeräte, also wirklich um Muskelaufbau aktiv zu unterstützen und auch aktiv zu betreiben. Deswegen auch wirklich schwer, also das ist schon schweißtreibend. Ja. Ist halt ein besonderes Sportgerät, weil es mit VR unterstützt wird. Also wenn man ein herkömmliches Fahrrad, also einen Hometrainer hat oder ein Laufband, dann sehe ich immer meine gewohnte Umgebung. Wenn ich es jetzt im Wohnzimmer stehen habe, dann sehe ich immer mein Wohnzimmer, während ich trainiere. Ja. Und hier mit den Icarus-Geräten setze ich die VR-Brille auf und dann kann mir natürlich alles Mögliche suggeriert werden. Also ich fliege über den Engadin, ich tauche im Ozean und gleichzeitig verbinde ich dieses VR-Erlebnis mit körperlicher Fitness. Ja, also man spielt und trainiert dabei, ne? Genau. Ja. Also ich muss sagen, echt cooles Feeling, aber war schwer und beim Icarus, beim Fliegen, habe ich auch nicht immer die Ringe getroffen. Also Übungssache. Ja. Wie mit allem. Bei jedem Game, die ersten 2, 3 Levels verzweifelt man hier, weil man es nicht hinbekommt. Und je öfter man das macht, desto einfacher gelingt es einem. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Levels, also auch beim Icarus. Also das, was du hattest, war tatsächlich der Anfängermodus. Ja. Und wenn der dann gut funktioniert, dann kommt Step by Step die nächsten Level, die dann wirklich auch anstrengend sind und wirklich auch fordernd, also für den kompletten Körper, für den kompletten Muskelaufbau. Und was kostet das, die Leute, die nach hier kommen, wenn die hier, sag ich mal, ein bisschen ja, zocken wollen? Ja, also unser System ist Pay per Minute. Im Prinzip alles, was hier genutzt wird, wird mit Zeit abgerechnet. Wir haben dann sogenannte Time-Tickets. Das geht von 10 Minuten, 25 Minuten oder 50 Minuten. Und die Minute kostet im Schnitt zwischen 60 und 80 Cent. Okay. So, da dazwischen liegt es und es wird auch tatsächlich nur die aktive VR-Zeit wird dann abgerechnet. Okay. Also Einweisung wird noch nicht abgerechnet oder auch Wechsel von einem Gerät zum anderen. Wir haben ja verschiedene Dinge, nicht nur den Icarus, sondern ich habe ja verschiedene VR-Anwendungen, die man dann machen kann. Also auch der Wechsel nicht, sondern wirklich sobald die VR-Brille auf ist und die Aktion startet oder das Prozedere, erst dann wird im Prinzip die Zeit genommen. Also wenn man ein Time-Ticket hat mit 25 Minuten, dann ist man fast eine Stunde hier tatsächlich beschäftigt. Ja gut, auf dem Icarus die Spieldauer für ein Level, sag ich mal, waren so, glaube ich, 3 Minuten? Ja, 2 Minuten. Also ein Flug dauert 2 Minuten. Mhm. Das reicht dann auch, weil dann merkt man schon die Muskelanspannung. Ja. Ja. Also das heißt, diese 2 Minuten, die liegen wir dann ungefähr bei 1,60 mit Aufsteiger, Absteiger vielleicht bei 2 Euro, dann für einen Flug. Und das ist wirklich ein Erlebnis, das konntest du ja erleben. Ja, also müsst ihr unbedingt, also wenn ihr in der Nähe seid, Schonach, ne, müsst ihr definitiv hier zum Mr. Modicap kommen und den Icarus austesten. Also schon ein Feeling, was nochmal anders ist, als wenn man zu Hause jetzt, sag ich mal, irgendwas spielt. Ne? Weil allein dieses, man liegt da drin, man hat das Gefühl, man fliegt und muss mit dem Körper halt lenken und das ist echt schwer, aber seht ihr nachher auch noch im Video. Ich habe ein tolles Video dazu gemacht und die Leute kenne ich ja eigentlich von den Soundkits auch, ne? Und den Modicap-Umbauten. Ja, ja. Und du vertrittst auch mehrere Parks, also Freizeitparks, ja. Oder deine...
Geräte anbietest? Genau. Ja, das ist das Modicap an sich ist eine Marke, eine eingetragene Marke und steht für Umbauten für sämtliche VR-Brillen. Also das beginnt mit der Samsung Gear VR, die immer noch im Einsatz ist. Manche sagen, es ist tot geglaubt, aber die Samsung Gear mit ihren Samsung-Geräten, also das Smartphone S8, S9, S10 und so weiter, die sind tatsächlich noch wirklich aktiv, gerade in dem Freizeitbereich, sobald es Outdoor ist, sind die noch aktiv, weil einfach die Samsung-Handys wasserfest sind. Wasserfest, also IP68, staubfest und auch relativ unzerstörbar. Also auch wenn sie mal runterfallen, sind die recht stabil. Und das hat sich so schon durchgesetzt. Also in Freizeitparks, auch in Museen, wo dann große Durchlauf ist. Sobald es halt ins Outdoor-Bereich geht, kommt es noch. Also das, der Umbau betrifft Samsung Gear, die noch im Europapark in Rus zum Beispiel sind wir dort aktiv. Dann die Pico-Geräte, dann natürlich jetzt beide Oculus-Geräte, Oculus Go, Oculus Quest. Jetzt dann demnächst auch die Oculus Quest 2, die dann demnächst an mich ausgeliefert wird. Und auch dort werde ich dementsprechend wieder Umbauten dann anbieten, von Soundkit über andere Kopfhalterung. Immer dann, wenn es halt gewerblich oder professionell eingesetzt werden soll, das VR-Headset, dann kommt im Prinzip der Umbau von Modicap ins Spiel. Mhm. Ja, Quest 2 ist ja ein Riesenthema momentan. Ne? Ja, auch das mit der Facebook-Konto-Zwangssache. Ja. Ne? Das könnte halt ein Problem im Business-Bereich werden. Also im Privatbereich kein Thema. Letzten Endes geben wir unsere Daten ja sowieso schon preis. Instagram, ja. WhatsApp, Facebook als Privatmann. Aber im Business stelle ich mir das relativ schwer vor, dass tatsächlich, ich nenne es jetzt mal ein Museum, 10 Oculus Quest 2 einsetzt und dort dafür einen Facebook-Account, einen realen Facebook-Account anlegt, über den ja auch was passiert. Also Facebook hat ja angekündigt, es wird auch geprüft und wenn jetzt das so eine Art Fake-Account ist, über den privat nichts passiert, das heißt, es werden keine Daten veröffentlicht, dann behält sich ja Facebook laut den Richtlinien, glaube ich, wenn ich das richtig interpretiert habe, tatsächlich vor, diesen Facebook-Account anzulöschen. Genau, das, löschen. Das sehe ich sehr kritisch für Business-Anwendungen. Also ich sehe hier das echt schwierig. Ich werde trotzdem natürlich das Soundkit anbieten, weil Oculus hier das auch wieder verschlafen hat, ordentlichen Sound auf die Brille zu geben, dass man wirklich auch, wenn man Musikanwendungen hat oder sich auch unterhalten möchte, dass man dann einfach einen Kopfhörer braucht. Und ich kann es einfach nicht verstehen, dass man dann als so großer Hersteller empfiehlt, man soll sich Kopfhörer kaufen und die dann oben drüber setzen. Die sitzen nicht ordentlich, weil durch das Headstrap. Ich habe 1,5 Meter Kabel, die ich irgendwo drum wickeln muss. Ja. Ich kann es einfach nicht verstehen. Aber gut, vielleicht kommt es mir zugute, indem ich wieder ein gutes Soundkit auf den Markt bringe, das dann halt tatsächlich dann dran montiert wird. Aber ich schätze, dass es eher im Endconsumer-Bereich dann in Einsatz kommt. Schätze ich mal. Und für Business-Kunden kann ich mir nicht vorstellen, dass die Quest 2 wirklich großen Einsatz bekommt durch diesen Facebook-Account. Ja gut, Facebook zielt ja auch mehr, glaube ich, auf ganzen Privatanwender, sage ich mal. Ne? Dort wird die Masse verkauft. Dessen sind wir uns alle bewusst. Ja. Aber die Quest, so wie sie jetzt im Einsatz ist, hat ja doch im Business einen recht großen Einsatz oder Einsatzpotenzial, wirklich in Weiterbildungen, in Schulen, in Museen, also wirklich große Einsatzgebiete. Aber das wird die Quest 2 durch diesen Account-Zwang nicht mehr ersetzen, ganz sicher nicht. Vielleicht würden die auch irgendwann zurückrudern, wenn sie merken, ne? Weil die wollen ja natürlich auch Firmen ansprechen. Die haben Apps rausgebracht wie Spatial. Ne? Ja. Das sind ja Sachen, wo man VR-Meetings abhalten kann und so weiter. Ne? Ja. Also da müssen die schon was für Firmen irgendwie machen, ne? Dass die auch wirklich einen Account anlegen können, wo sie es nutzen können, ohne dass was gelöscht wird. Ne? Genau. Also da muss man mal abwarten, was Facebook mit dem Business-Account denn tatsächlich macht. Man kann sich dort ja als Business-Kunde registrieren, dann kann man ja dort die Brillen dann drüber kaufen, wie jetzt im Prinzip ja auch, die 128 GB Version und dort ist halt die 256 GB Version, die man über den Business Account dann oder einkaufen kann und das dann auch dort drüber verwalten. Aber keiner weiß im Moment noch, wie es tatsächlich funktioniert. Also das steht tatsächlich noch in den Sternen, weil ja auch der Verkauf in Deutschland im Moment noch nicht zugelassen ist oder noch nicht gestartet ist. Also wird eine ganz spannende Sache. Ich werde Mitte Oktober werde ich die Quest 2 in den Händen halten und mich da dran machen, dort ordentliche Modicap-Mods zu entwickeln und wie es sich im Business-Bereich entwickelt.
Das wissen wir alle nicht. Das ist mal Glaskugelleserei. Ja, ja, klar. Aber für die Zuschauer da draußen ist natürlich super interessant, ja, Rift Soundkit oder Quest Soundkit, sag ich mal, dann Quest 2 Soundkit, ne? Ja. Weil, wie du schon sagst, die haben es total verschlafen, ne? Man muss einfach ein VR-Headset aufziehen und da müssen die Kopfhörer ran sein, ne? So einfach ist das. Ja, ja. Und nicht so kleine Lautsprecherchen irgendwo da. Ja, ne? Ja, ja. Das schon. Also andere haben es ja uns vorgemacht, ob jetzt die Valve Index oder die HP Reverb, die jetzt ja, jetzt wurde, glaube ich, der Auslieferungstermin auch verschoben, Richtung November, meine ich, habe ich jetzt richtig. Habe ich auch gelesen, ja. Ja, ja, genau. Aber die haben jetzt wirklich auch Soundlösungen dran gemacht, weil sie es einfach verstanden haben, dass VR nicht nur bildlich und visuell, sondern einfach auch mit Audio unterstützt wird. Ja. Punkt aus. VR kann ich nur richtig gut erleben, wenn ich ordentlichen Sound habe. Ja. Ob im Gaming oder ob ich ein Rockkonzert anschauen möchte oder ob ich mich einfach nur unterhalten möchte auf einer VR-Plattform. Wenn ich Kopfhörer dran habe, dann kann ich mich einfach ordentlich unterhalten. Ja. Das, absolut. Das ist einfach so. Also eigentlich unabdingbar. Ja, ja. Ja. Welche Brillen hast du hier zur Verfügung, die man hier testen kann? Die Samsung Gear, haben wir schon angesprochen, die kann man hier testen, auch auf den Icarus-Geräten. Dann habe ich die Oculus Go noch im Einsatz, die für solche Dinge wunderbar funktioniert, also zum Filme schauen oder so ein 360-Grad-Video, so eine Art Gleitschirmflug, den ich hier mit anbiete. Mhm. Eigentlich das perfekte Gerät. Dann natürlich die Quest, mit der man dann testen kann und verschiedenste, also von ein bisschen Beat selber spielen, ein bisschen Richie's Blank oder so ganz einfache Dinge, die man dann testen kann. Wenn jetzt jemand einen Wunsch hat mit einem besonderes Spiel, dann kann man das bei mir natürlich dann auch machen. Dann wird es installiert und wird dann zur Verfügung gestellt. Die Rift S habe ich im Einsatz auf dem Motorrad-Simulator, der Icarus Race. Den habe ich auch gemacht. Ja, auch sehr cool, ne? Ja, auch sehr cool. Auch sehr cool. Und dort habe ich die Rift S im Einsatz. Das ist das, mit was ich im Moment jetzt hier arbeite. Ganz aktuell wird die Pico jetzt dann noch Einzug erhalten hier im Showroom. Mhm. Also von der Pico 4K. Die wird die wird jetzt in nächster Zeit die Go ablösen. Und dann kommt natürlich dann aber die Pico Neo 2, die im Prinzip ja ähnlich gestaltet ist und ähnliche Features hat wie die Quest im Moment. Und das könnte da tatsächlich interessant werden. Habe ich auch da, die Pico Neo 2, die wird jetzt im Moment gerade aufgespielt. Mhm. Und dann wird die in den nächsten ein, zwei Wochen hier im Showroom verfügbar sein. Ja, ja, sehr interessant auf jeden Fall. Und ja, Leute, die ganzen Infos, die packe ich euch definitiv unten in die Beschreibung. Also schaut mal auf die www.kbtech.de, ist es, ne? Ja. Seite und alle anderen Infos packe ich euch auch da rein. Und kommt nach Schonach, nicht nur alleine für den VR-Point von Modicap, sondern auch, weil die Stadt einfach schön ist, ne? Also die Gegend hier ist traumhaft und egal zu welchem Wetter, gut, wenn es jetzt nur regnet, ist es nicht so schön. Ach ja. Aber ansonsten perfekt, also lohnt sich immer ein Besuch hier und ja, wenn ihr schon hier in der Gegend seid, definitiv zum Bernd Kaltenbach. Definitiv, definitiv. Und vielleicht noch ergänzend dazu ganz kurz, auch hier im VR-Point wird die Hygiene groß geschrieben. Das beschäftigt uns ja alle jetzt natürlich überall, in VR-Arkaden, in Freizeitparks und so weiter. Dort, wo halt die VR-Brillen weitergegeben werden an verschiedene Nutzer, an verschiedene User, an Kunden, dort wird es jetzt in Corona-Zeiten natürlich immer problematischer, die Hygiene dort aufrechtzuerhalten und auch in einem ordentlichen Hygienekonzept. Und hierfür setze ich hier im VR-Point Schwarzwald die Cleanbox ein. Die Cleanbox ist ein amerikanisches Produkt und hierfür habe ich den Exklusivvertrieb für Deutschland. Und die Cleanbox garantiert innerhalb von nur 60 Sekunden 99,9% aller Viren und Bakterien inklusive den Covid-19-Virus abzutöten. Das heißt, das Gerät wurde speziell entwickelt für VR-Brillen. Das setze ich auch hier ein, sodass also ganz sicher ist, dass die Geräte, die VR-Brillen, die weitergereicht werden zwischen den Kunden, zwischendrin 60 Sekunden in die Cleanbox, absolut desinfiziert. Und auf dieser Basis kann ich hier die Sicherheit bieten. Das ist auch ganz interessant ist natürlich für sämtliche andere, alle, die eigentlich VR-Brillen weiterreichen im Business-Bereich eigentlich. Und hier wird die Cleanbox sicherlich in den nächsten Wochen und Tagen Einzug erhalten in verschiedenen Geschäften. Ja, in der Corona-Zeit ist das natürlich sehr wichtig, ne? Ja, ich war ja erst vor kurzem im Europapark und für diese wäre es natürlich auch sehr wichtig, ne, dass die solche Cleanboxen haben.
Phantasialand und so weiter, ja, die geben die Brillen immer wieder weiter und sehr aufwendig, die normalerweise zu reinigen mit Desinfektionsmitteln und so weiter, ne, denke ich mal. Ja. Und da ist so eine Cleanbox natürlich besser. Werde ich auf jeden Fall nochmal ein Video auch euch nachher zeigen von der Cleanbox. Und ja, dann sage ich mal Dankeschön fürs Interview, Bernd. Dankeschön für deine Zeit und für deinen Besuch hier im Schwarzwald. Ja. Ja, wir haben aber jetzt schönes Wetter. 2 Tage hat es geregnet, heute weißt du ab und schon scheint die Sonne. Ja, gut. Schönes Wetter, um nach Hause zu fahren. Genau. Aber ich bin immer wieder gerne hier und wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal sein. Herzlich willkommen, jederzeit. Ja, dann Dankeschön und bis später.